Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Aufgebrauchvideo für den Monat Februar und zwar im Bereich Pflege. Ich habe wieder recht viel aufgebraucht, die genaue Zahl sage ich euch wie immer am Ende vom Video. Und wie immer starte ich mit unspektakulären Sachen und zwar in dem Fall mit den Seifen. Und hier habe ich zu einem von Aveo die Zimt- und Apfelcremeseife leer gemacht. Die habe ich jetzt im Gästebad noch komplett aufgefüllt. Und ja, ich mag die ganz gern. Ich finde den Duft total angenehm. Ich finde auch, dass die nicht so austrocknend ist. Und ich mag halt vor allem auch, dass es so ein intensiver Duft ist, den man schon recht gut wahrnimmt und der auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und auch so ein bisschen eben fruchtig durch den Apfel. Das mag ich ganz gern. Und die würde ich mir tatsächlich auch mal wieder nachkaufen, wenn es die wieder so ähnlich geben sollte auf den Winter. Ja, spricht da nichts dagegen. Dann habe ich einmal hier von Sagrotan den Samtschaum leer gemacht. Das ist die Variante mit Kirschblüte und Rose. Die mochte ich vom Duft her wirklich super, super gerne, aber leider hat die meine Hände sehr stark ausgetrocknet. Ich würde die mir nachkaufen auf den Sommer, um sie mal zu testen, ob sie da besser ist für meine Haut. Aber ich würde sie jetzt so direkt für den Winter nicht empfehlen und auch für Leute, die trockene Hände haben, würde ich die auch nicht empfehlen, weil die schon recht stark austrocknet. Und ja, ich würde die mir aber wie gesagt eventuell auf den Sommer mal in einer anderen Duftrichtung nochmal nachkaufen, um nochmal zu testen, ob es wirklich daran lag, dass eben meine Hände sowieso von der Kälte schon angegriffen waren. Und dann habe ich hier von Yves Rocher noch eine Seife leer gemacht. Und zwar ist das die Variante Roter Apfel. Die habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Mutter in dem Geschenkset mit dabei. Hier sind 190 Milliliter drin und das ist eben eine Handseife und die riecht richtig, richtig gut. Ich habe die sehr, sehr gerne gemocht. Die riecht wirklich richtig schön und fruchtig und stark. Nicht wirklich winterlich, meiner Meinung nach. Die riecht einfach sehr, sehr schön nach rotem Apfel und gefällt mir sehr, sehr gut. Und würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn es es so ähnlich geben sollte. Ich habe aber momentan noch genug Seifen da, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Dann habe ich hier einmal von Today Dent, glaube ich, war die, die Medium Zahnbürste aufgebraucht. Die hatte ich ja im Adventskalender drin. Die habe ich nicht für meine Zähne benutzt, sondern zum Putzen. Ja, dafür war sie okay. Für meine Zähne benutze ich keine Medium-Zahnbürsten. Da verwende ich immer nur die Sensitive oder die Super Soft, weil mein Zahnfleisch sonst extrem blutet. Dann habe ich hier noch einmal Wattestäbchen. Das ist von Jean Carroll oder Jean Carroll. Kosmetiktipps und die hatte ich von meiner Mutter im Adventskalender drin. Das waren, meine ich, ja genau, 50 Stück. Die hatte ich jetzt in meinem Zimmer. Und ich finde die gut. Ich kann da jetzt nicht schlecht dagegen sagen. Ich denke aber, dass die recht teuer sind. Deswegen würde ich die mir nicht nachkaufen. Da tun es die von Ebelin oder von Isana. Da brauche ich nicht die teuren. Dann habe ich hier einmal von Lavera aus der Basis-Sensitive-Serie Feuchtigkeit und Pflege, Shampoo und Spülung. Das ist für feuchtigkeitsarmes Haar und empfindliche Kopfhaut und ist mit Mandelmilch und Avocado. Ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag den Duft total gerne. Es ist ein sehr, sehr sanfter, schöner Duft. Es riecht wirklich richtig schön und einfach mild und neutral. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ich hatte auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl in meinen Haaren. Ich habe gut durchkämmen können und es hat mich mal wieder sehr überzeugt. Ich bin ja eher nicht so der Naturkosmetikbenutzer. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das würde ich mir auch wieder nachkaufen tatsächlich. Dann habe ich einmal von Balea Shampoo und Spülung aus dem Adventskalender mit je 50 ml. Ist für wintergestresstes Haar und das riecht halt so ein bisschen winterlich. Ich fand die Verpackungen total süß. Es war okay, ich fand es aber jetzt nicht speziell. Also es hat auf jeden Fall die Haare sauber gemacht und ich konnte auch durchkämmen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Shampoos und Spülungen aus dem Adventskalender meine Haare immer sehr, ja, strohig machen. Also dass sie nicht wirklich Feuchtigkeit spenden. Deswegen würde ich die so jetzt, wenn es die so geben sollte, im Standardsortiment nicht Dann nachkaufen. habe ich hier einmal von Pantene Prouvé Repair and Care Shampoo und Pflegespülung. Die war ja auch im Adventskalender. Und ja, finde ich okay. Ich habe mir tatsächlich Anfang Dezember überlegt, ob ich hier von Pantene Prouvé die Serie mitbestellen soll. Ich habe es aber dann gelassen, weil ich dachte, hey, ich habe noch so viel da und durch die Adventskalender bekommt man auch immer viel Pröbchen. Und ich bin eben ganz froh, dass ich es nicht bestellt habe, weil es nicht so meins ist. Also ich mag den Duft ganz gern, aber ich finde, dass es nicht mal dieser typische Pantene Prouvé Duft einfach ist, dadurch, dass sie so oft jetzt die Formulierung verändert haben. Und die haben auch meine liebste Serie, das war Perfect Hydration, leider aus dem Sortiment genommen. Aber ja, es war okay, aber ich würde es mir auch nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich einmal von Balea meine Serie leer gemacht. Und zwar ist das jetzt zu einem der Mädelreinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Den mag ich sehr gerne, da trocknet meine Haut nicht aus.
Der verursacht bei mir keine Pickel. Ich komme damit wirklich sehr, sehr gut aus. Den verwende ich meistens eben so im Herbst und im Winter, weil der eben nicht so austrocknend ist. Finde ich sehr, sehr gut. Dazu habe ich hier eben auch die passenden Reinigungstücher leer gemacht. Das sind die pflegenden Reinigungstücher 3 in 1. Ebenfalls für trockene, sensible Haut. Die mag ich auch super gern. Kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Auch immer wieder nachgekauft wird hier die sanfte Waschcreme für trockene, sensible Haut. Die finde ich auch super. Kann ich definitiv auch weiterempfehlen. Ich mag den Duft von dieser Serie halt eben total gern. Und ja, die trocknet, wie gesagt, meine Haut nicht weiter aus. Die pflegt sie und ich finde das wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich davon auch hier noch das passende pflegende Gesichtswasser für trockene und sensible Haut. Das finde ich auch wirklich klasse. Ja, davon bekomme ich keine Pickel. Das klebt nicht auf meiner Haut und mag ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne. Ist auch ohne Alkohol. Und kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Das hält mir auch immer recht lang. Ich glaube, ich hatte die Serie jetzt 2 Monate in Benutzung. Mit der Serie, die ich momentan jetzt hatte, war ich sehr, sehr unzufrieden. Da habe ich Pickel davon bekommen. Und deswegen habe ich die auch aussortiert. Das werdet ihr aber in einem gesonderten Video dann nochmal sehen. Dann habe ich hier einmal von Balea das Sugar Scrub. Das ist mit braunem Zucker und Chia für normale und trockene Haut. Fand ich leider gar nicht gut. Ich fand die Konsistenz total eklig. Das war richtig schleimig und ich habe das eben benutzt und habe es abgewaschen, hatte danach so ein richtig komisches Gefühl und ich bin dann so mit meinen Nägeln über die Haut und ich hatte das ganze Produkt noch unter den Nägeln hängen, obwohl ich es eben abgewaschen hatte. Kann ich auf jeden Fall nicht weiterempfehlen, würde ich mir auf keinen Fall nachkaufen, fand ich richtig schlecht. Und dann habe ich hier noch 2 kleine Pröbchen von Nivea. Und zwar ist es einmal die Q10 Plus Antifalten Tagescreme und die passende Nachtcreme dazu. Die habe ich für ganz, ganz trockene Stellen benutzt und ja, fand ich okay, aber ich würde die mir auch nicht in groß kaufen. Dafür sind sie mir erstens zu teuer und zweitens brauche ich halt auch so eine reichhaltige Pflege noch nicht. Deswegen war okay, war eben auch in den Adventskalendern, aber nachkaufen würde ich es mir eben nicht. Dann habe ich hier 2 Lippenpflegestifte, und zwar einmal von Today die Variante Classic und einmal von Balea. Die Variante No Drama Llama, beide fand ich wirklich sehr, sehr gut. Der von Today hat tatsächlich auch sehr, sehr intensiv gepflegt, meiner Meinung nach. Den hatte ich nämlich am Bett stehen, fand ich wirklich, wirklich sehr gut. Der von Balea, der war mit Karamellduft, der gab es 2017, meine ich, im Winter. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Duft ist wirklich sehr, sehr schön. War jetzt nicht so reichhaltig, aber eben vom Geschmack her sehr angenehm und hat die Lippen jetzt auch nicht ausgetrocknet. Dann habe ich einmal ein Deospray aufgebraucht. Und zwar von Balea das Deodorant in der Variante Mango. Das hatte ich jetzt eine ganze, ganze Zeit lang hier. Ich habe das aber geliebt. Das riecht richtig, richtig schön fruchtig nach Mango. Richtig schön sommerlich. Und das riecht so, 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 so gut. Das gefällt mir richtig gut. Und wenn es das so nochmal geben sollte, würde ich mir das auch nachkaufen. Habe ich, weil ich sparsam damit umgehen wollte, nur als Raumspray benutzt und nicht für den Körper. Aber fand ich wirklich richtig toll. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann kommen wir einmal zu den Handcremes. Da habe ich 3 Stück aufgebraucht. Und zwar zu einem von The Body Shop, die Variante Vanilla Chai. Die habe ich mir Anfang 2018 im Sale gekauft. Und ich mag die wirklich sehr, sehr gern. Ich mag den Duft, ich mag die Pflegewirkung. Es ist einfach so ein richtig schöner Winterduft. Und den kann ich einfach immer riechen. Ich liebe das. Und gab es ja leider so jetzt im Winter 2018-19 nicht. Aber fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dann hatte ich ja in einem Trash-Paket mit der lieben Nina hier die Kneipp Repair Handcreme Winterpflege mit Cupuaçu-Nuss und Vanille. Falls ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich diesen Duft liebe. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich mag einfach die Pflegewirkung, ich mag die Duftrichtung, ich mag allgemein das Produkt und ja, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dieses Jahr habe ich es jetzt nicht nachkaufen müssen, beziehungsweise letztes Jahr, weil ich es eben im Trash-Paket hatte mit der Nina. Das hat eben ganz gut gepasst. Ich liebe diesen Duft. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also die ist auch wirklich recht reichhaltig, die ist natürlich auch etwas teurer, aber ich finde die richtig, richtig toll. Dann habe ich hier von Camille die Hand- und Nagelcreme aufgebraucht. Das ist so eine kleine Größe gewesen, die war auch in einem Adventskalender. Die soll wohl extra schnell einziehen und dadurch eben keine, ja, Fingerabdrücke hinterlassen auf Geräten. Und ja, die fand ich okay, die war in der Handtasche. Roch angenehm, hat gut gepflegt, aber es war jetzt nicht anders wie eine andere Handcreme. Ist okay gewesen, das war eben die Express-Variante, ist auch vegan mit Bio-Kamille und Bio-Bisabolol. Also war wie gesagt nicht schlecht. Ich glaube, nachkaufen würde ich sie mir aber nicht. Dann habe ich hier einmal einen Rasierschaum leer gemacht und zwar von Balea, die Variante Moonlight Fever. Die riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Die riecht so sehr warm nach Sommer, also so ein bisschen wirklich so nach kuscheligem Abend und ich habe das wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Ist ein richtig, richtig schöner, toller Duft und
Ja, war halt in der LE, gibt es so leider nicht mehr. Ich habe noch einige Rasurprodukte da. Deswegen ist es jetzt nicht super schade, dass es den nicht mehr gibt. Aber ich fand den wirklich nicht schlecht. Und ja, war vom Duft her eben auch sehr, sehr angenehm. Und dann habe ich hier einmal von Nivea Protect and Shave meine Rasierklingen leer gemacht. Da ist jetzt eben die letzte momentan auf meinem Rasierer drauf. Ich habe mir die ja auch schon wieder nachgekauft in der Variante sanfte Rasur. Finde ich wirklich gut. Ich komme mit denen super zurecht. Ich bekomme davon keine Rasurpickelchen und kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Finde ich klasse. Dann habe ich drei Duschprodukte leer gemacht. Und zwar zu einem von Balea, die Cremedusche Warm and Cozy mit Himbeer und Magnolie. Die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die hat mir gut gefallen. Und ja, war halt ein schöner Duft. War jetzt nicht wirklich winterlich, meiner Meinung nach. Aber es war auf jeden Fall angenehm, es hat mir gut gefallen. Davon habe ich auch noch die Bodylotion, die ist auch fast leer. Und ich mag die wirklich gern. Die Gern. Duftrichtung hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Es war nicht meine Liebste. Meine Liebste ist die mit Pflaume und weißer Blüte, finde ich klasse. Ja, aber die war auch, wie gesagt, nicht schlecht. Habe ich auf jeden Fall halt eben aufgebraucht. Dann habe ich einmal von Duschstars das Detox-Duschgel. Das ist mit Joghurt und Acai-Beeren-Duft. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ihr seht, da ist noch was drin. Das werde ich auf jeden Fall noch als Seife benutzen. Und das war wirklich, wirklich angenehm. Also ich habe das sehr, sehr gerne benutzt. Es war jetzt kein Produkt, wo ich dachte, ja, unbedingt müsst ihr da euch das kaufen. Ich habe es gerne benutzt, aber es war jetzt kein Must-Have für mich. Also ich werde es mir auch nicht nachkaufen, aber es war halt eben nicht schlecht. Und dann große, große Liebe von mir von Kneipp, die Cremedusche Winterpflege mit Cocoaco-Nuss und Vanille. Die finde ich richtig toll, ist eben eine Winter-LE. Und die ist richtig schön vom Duft her, die pflegt richtig gut, die riecht einfach total schön, vanillig, nussig, angenehm. Hier steht drauf 24 Stunden Feuchtigkeit. Meine Haut ist auf jeden Fall dadurch nicht ausgetrocknet. Sind 200 ml da drin, die geht recht schnell leer, weil es halt einfach eine Tube ist. Ich finde, meistens gehen die Tuben eh ein bisschen schneller leer wie die Flaschen. Und ich mag das aber wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal von Balea die Creme Body Lotion für trockene, beanspruchte Haut aufgebraucht. Die ist mit Mandelöl und Marulanussduft, ist eine LE und ist auch mit 40% Öl. Und die kaufe ich mir auch jedes Jahr wieder nach. Finde ich klasse. Ich mag den Duft total Ich habe da gern. heute jetzt zum Eincremen noch den Rest rausgedrückt. Ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Ich mag das. Es sind 200 ml. Und ja, ich habe jetzt noch das Softöl Balsam da. Das ist ja mein Projekt. Habt ihr vielleicht gesehen im Video? Und das will ich eben auch aufbrauchen, aber das ist auf jeden Fall eben leer gegangen, worüber ich auch sehr froh bin. Und dann kommen wir jetzt zu den Masken und den Badezusätzen. Da starte ich einfach mal mit den Masken durch. Hier habe ich zu einem so eine große aufgebraucht. Das ist von Isana die Jelly Maske mit Erdbeerextrakt und Hyaluronsäure. Erfrischend und vitalisierend für jeden Hauttypen. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ich mag ja eigentlich solche extrem süßen Düfte gar nicht. Das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Und normal mag ich auch solche Gelmasken nicht. Aber hier fand ich das wirklich sehr, sehr angenehm. Es hat wirklich, ja, recht süß gerochen. Aber trotzdem hat es mir gefallen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ich würde es mir aber, glaube ich, nicht nachkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie so noch gibt. Aber ich habe sie eben auf jeden Fall einmal aufgebraucht. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Douglas Naturals die Hydrating Mask mit Arganöl. Die hat mir sehr gut gefallen. Hatte ich, glaube ich, auch in meinem Josh-Paket mit der Nina drin. Die ist wirklich sehr, sehr reichhaltig, sehr pflegend, sehr angenehm. Hier sind 10 ml da drin. Ich habe die mir unter einmal aufs Gesicht gegeben und auf Hals und Dekolleté. Das hat super gehalten. Finde ich wirklich toll. Aber ich glaube, die kostet original 2 € als so eine kleine Größe. Ich weiß gar nicht, ob es die in groß gibt. Vielleicht schaue ich mich da mal um. Dann habe ich hier einmal von Sundance die Apri-Maske leer gemacht. Die ist mit, ja, Aloe Vera und Pfirsichkernöl. Und ich bin der Meinung, ich habe die letzten Monate schon gezeigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube, das waren die Tuchmasken, ne? Auf jeden Fall mag ich die sehr, sehr gern. Die ist sehr pflegend. Ich habe die aber nicht fürs Gesicht benutzt, sondern für die Füße, damit sie einfach weg ist. Ich finde die aber wirklich sehr, sehr gut und würde die mir auch eventuell nachkaufen. Ich bin aber eher im Sommer so der Tuchmasken-Fan, auch was so Apri-Masken angeht. Deswegen, ja, aber ich finde die, wie gesagt, nicht schlecht. Dann habe ich einmal von Balea die Totes-Meer-Maske klärend für unreine Haut mit totem Meerschlamm leer gemacht. Das ist so eine kleine Hassliebe. Ich mag die von der Wirkung total gern, aber ich hasse die Konsistenz. Die Konsistenz ist einfach so bröcklig und die riecht nicht so Aber die toll. hilft halt eben ganz gut, wenn man so Unreinheiten hat, die unter der Haut liegen, weil die Haut wirklich extrem reinigt. Meine Haut hat das ganz gut vertragen. Da müsst ihr halt vielleicht schauen, weil da sind auch solche kleinen Partikelchen drin. Ich würde die aber, glaube ich, erstmal nicht nachkaufen. Ich meine aber, ich habe die in der neuen Verpackung noch da, weil ich bin eher so der Fan von so reinigenden Masken, also von so Heilerdemasken. So Totes Meerschlamm ist nicht so meins.
Dann habe ich hier von Balea die reinigende Maske, die ist porenverfeinernd für jede Haut mit weißer Tonerde und Zink. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen, kaufe ich mir auch sehr, sehr gerne nach. Ich finde die nicht besser oder schlechter wie die reinigende Maske von Shabens. Also ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch immer mal wieder nachkaufen. Habe ich meine ich aber auch noch einmal in einer neuen Verpackung da. Und ich finde die einfach klasse. Dann habe ich hier ganze zweimal von Balea die Chai Tea Vanilla Maske leer gemacht. Und zwar ist die ja aus Winter 2017-18 und deswegen musste die jetzt aufgebraucht werden. Ist entspannt für jede Haut. Habe ich auch beides mal, also alle vier Anwendungen für die Füße benutzt. Ich finde die aber sehr, sehr gut. Ich habe die im Gesicht tatsächlich nicht so gut vertragen. Ich habe davon, ja, Unterlagerungen bekommen, aber keine starken. Deswegen hätte ich es auch fürs Gesicht aufgebraucht. Aber dadurch, dass ich halt jetzt eben auch das Projekt am Laufen habe, möchte ich mich nicht an so Masken da noch aufhalten, sondern habe die dann eben einfach als Fußmaske verwendet und jetzt ist sie eben leer. Dann habe ich einmal von Loas Heilerde die Anti-Stress-Maske leer gemacht. Das ist eine Crememaske und die ist vegan mit naturreiner Heilerde und Goldkamille. Und die mag ich wirklich gern. Die ist einer meiner liebsten 5 Masken und die finde ich klasse. Die ist wirklich richtig, richtig schön und die macht die Haut super sauber, die pflegt. Wie ihr vielleicht merkt, hatte ich diesen Monat ein bisschen Probleme mit Unreinheiten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich meine Pille gewechselt habe. Es könnte aber halt auch sein, dass ich einfach meine momentane Gesichtspflege nicht vertragen habe. Und da habe ich eben auch benutzt von Shams die Todesmeermaske mit Schlamm, Algen, Zink und Mineralien bei unreiner, problematischer Haut. Die hat tatsächlich etwas geholfen, aber ich mag die auch nicht so gern. Ich finde die zwar wirklich nicht schlecht und ich habe aber schon mal die in einem Aufgabenvideo gezeigt und habe gesagt, ich würde die mir erstmal nicht mehr nachkaufen. Aber ich hatte die dann nochmal im Tausch drin bei Kleiderkreisel, deswegen habe ich die natürlich jetzt nochmal aufgebraucht, aber erstmal, wie gesagt, würde ich sie nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Shams die Mandeltraumaske leer gemacht für Wimpflege, glättet und harmonisiert. Mandelöl, Luvergurkenöl und Allantoin. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag den Duft, die pflegt recht schön und ich finde die echt, echt gut. Aber es ist dann eine Winter-LE, deswegen habe ich hier auch das zweite, was ich noch hier habe, im Aufbrauchprojekt drin. Und wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gerne. Dann habe ich einmal von Today die Maske Peel Off Aktivkohle für unreine Haut, Aktivkohle, Salicylsäure und Gucci-Extrakt. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie immer bei diesen Peel-Off-Masken das Problem, dass sie an meinen Wangen nicht antrocknen. Die trocknen überall, nur nicht an meinen Wangen. Das ist dann immer so ein bisschen doof. Aber an den Wangen habe ich auch sehr, sehr selten Unreinheiten. Eher so Kinnpartie und ein bisschen an der Stirn und vor allem an der Nase. Und da trocknet es halt an, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ja, ich fand die nicht schlecht. Ich habe jetzt noch eine von Montagne Jeunesse da. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr Peel-Off-Masken benutzt und war wirklich positiv überrascht von dieser hier. Und ja, gibt es halt eben im Penny und im Rewe. Dann habe ich hier auch einige Tuchmasken aufgebraucht und zwar zu einem von Isana. Die Orange Slice Maske mit Orangenextrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure für jeden Hauttypen. Und das ist eben diese Maske, die in 12 kleine Scheiben quasi aufgeteilt ist. Und die kann man sich dann eben verteilen auf dem Gesicht, wie man sie haben möchte. Und da ich die jetzt noch so oft da habe, da ich die nämlich im Sale ergattern konnte, noch zweimal bei Rossmann, habe ich da tatsächlich auch alle 12 Scheiben für einmal benutzt. Und ich finde die wirklich, wirklich gut. Mag ich wirklich gerne. Ich finde, die spendet wirklich gut Feuchtigkeit. Und ich mag das halt auch, weil normalerweise haben die Isana-Masken immer sehr, sehr dicke Tücher und hier bei diesen Slice-Masken sind die halt wirklich sehr, sehr dünn, was ich wirklich gerne mag. Dann super, super gut fand ich auch die Balea-Tuchmaske Calm-Coco und die ist mit Kokoswasser für jeden Hauttypen. Ich habe die mir nur einmal im DM mitgenommen, weil ich dachte, falls sie nicht so gut sein sollte, weil die letzten LEs haben mich nicht so begeistert, nehme ich sie lieber nur einmal mit. Aber ich fand die wirklich richtig gut und ich werde die mir auf jeden Fall auch noch ein paar Mal bunkern. Es ist ein sehr, sehr schöner, leichter Kokosduft und die Tuchmaske war auch nicht in so einer klaren Flüssigkeit getränkt, sondern in so einer Creme und ich fand das richtig gut, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich hier von Sanssouci die Black Magnet Fließmaske, aufgebraucht mit Aktivkohle für alle Hauttypen, tiefenreinigende Intensivmaske und ja, die ist mir jetzt nicht stark im Gedächtnis geblieben. Ich fand die okay, der Duft war nicht unangenehm. Wovor ich Angst hatte, weil Aktivkohle ist immer, Ich habe aber gemerkt, als ich sie eine Weile dann auf dem Gesicht hatte und die war wirklich sehr, sehr stark gedrängt, ist mir so ein bisschen von dieser Flüssigkeit an die Lippe gekommen. Und wie man es halt hat, ja, leckt man halt automatisch irgendwie über die Lippen und es hat wirklich sehr, sehr seifig geschmeckt. Also, ich würde es mir auch nicht nachkaufen, weil es mir erstens zu teuer ist und zweitens habe ich keine wirkliche Wirkung gehabt.
Deswegen ist das nichts, was ich mir jetzt nachkaufen würde. Dann habe ich hier von Garnier Skin Active die Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske ausgetestet. Die habt ihr vielleicht auch in meinem DM-Haul gesehen und ich liebe die. Tatsächlich, ich finde die richtig gut. Die war richtig schön getränkt, nachdem man sie gemischt hat. Die war wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Die hat die Haut wirklich sehr, sehr strahlend gemacht und ich würde die mir tatsächlich nachkaufen, obwohl die 4 € kostet. Ja, ich werde dann auf jeden Fall darauf warten, bis sie im Angebot ist und dann werde ich zuschlagen. Das waren dann jetzt auch alle Masken. Dann kommen wir jetzt zu den Badezusätzen. Da habe ich auch so ein paar aufgebraucht. Nicht so viel, aber ein paar sind es geworden. Und zwar zu einem hier von Tracamoon, Winterberry Melody, die Welt kann warten Badeschau mit White Blackberry and Rosehip. Fand ich sehr, sehr angenehm. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Hat gut gerochen. Habe ich auch unter zweimal benutzt. Finde ich klasse. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und würde ich mir vielleicht auch nochmal nachkaufen. Mal gucken. Dann einmal von Tee bei Tete Sepp. Eine Handvoll Luftküsse mit Rose, Kakaobutter und Zaubernuss, die finde ich auch richtig, richtig gut. Die habe ich auch nochmal da. Finde ich sehr angenehm, hat wirklich super schön gerochen. Habe ich auch unter zweimal benutzt und das ist halt einfach so ein sehr, sehr schöner Winterduft. Dann habe ich hier zwei von Kneipp aufgebraucht und zwar zu einem die Badekristalle Frostbeulenbad Ingwer und Jutsu. Wenn warm anziehen, mal nicht reicht. Die sind vegan und das hat mir gut gefallen. Richtig, richtig gut. Das war ein richtig schöner, würziger, frischer Duft. Fand ich richtig, richtig toll. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Und dann einmal von Kneipp noch das Hashtag läuft bei mir mit Kakao und Vanille. Das finde ich richtig, richtig gut. Habe ich jetzt auch noch mein Projekt. Das habe ich nämlich doppelt da gehabt. Das riecht so, so toll. Das riecht richtig, richtig gut. Richtig schön und ja, finde ich klasse. Wie gesagt, habe ich auch noch mal da. Dann habe ich hier von Isana die Badegestyle Kuscheleinheit mit Honigduft und Mandelöl. Die habe ich auch noch einmal da. Sind dann auch im Projekt. Finde ich klasse, ist ein richtig schöner Honigduft. Sehr, sehr gut. Relativ intensiv. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, kaufe ich mir eigentlich auch immer wieder mal zwischendurch nach. Und dann habe ich hier eins, das hat mich leider wieder sehr enttäuscht. Und zwar von Alverde, das Schaumbad Karamell. Das roch leider nicht so intensiv. Und es hat auch nicht so stark geschäumt. Ich war sehr enttäuscht. Also, es hat einfach nicht gerochen im Wasser. Und ich habe hier das Ganze für ein Fußbad benutzt. Und ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ja, finde ich sehr, sehr schade. Und dann zu guter Letzt habe ich hier noch eine Kerze. Kommt ja mittlerweile sehr, sehr selten vor, obwohl ich so, so viele Kerzen hier habe. Aber irgendwie, ja, zünde ich nicht mehr so viele Kerzen an, seitdem ich hier oben so viele Tiere habe. Weil ich denke, die Duftstoffe sind halt auch nicht so gut. Und ich gucke dann halt immer, dass ich zumindest bei den Hamstern eben die Tür zumache, weil die haben ja eine sehr, sehr empfindliche Nase. Aber ich zünde sowieso nicht mehr so oft Kerzen Und an. das ist diese hier. Das ist von Glade die Volcanic Coconut Coast Kerze. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Leider ist nach einer Zeit der Docht in das Wachs gefallen und dann wollte sie nicht mehr brennen. Sehr, sehr schade, aber ich fand das Glas auch echt schön. Und die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die riecht richtig, richtig toll und richtig schön. Ja, so frisch nach Kokos. So irgendwie nach so. Ja, nach so Strand und nach sauber. Fand ich wirklich klasse. Wie gesagt, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich glaube aber, dass es jetzt neue Varianten gibt. Da habe ich auch schon eine von mir wieder zugelegt. Und das war es tatsächlich auch schon. Ich habe diesen Monat ganze 51 Produkte aufgebraucht. Also ich war wieder fleißig. Und ich denke, die nächsten Monate werden eben hauptsächlich Produkte aus dem Projekt leer gehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das gerade noch. Und dann könnt ihr da gerne reinklicken. Jetzt würde ich aber sagen, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.